Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Roblox Lara. Heute machen wir mal ein Trade-Video, nämlich gucke ich, was Leute für einen Frost Dragon bieten und für einen Känguru. Für den Frost Dragon habe ich übrigens einen kompletten Raum für ihn gemacht. Also der ist hier oben, ich gehe mal die Treppe hoch und dann in dem Raum hier. So, also hier habe ich so einen kompletten Raum gemacht, also hier kann er halt essen. Ich hole ihn nochmal aus meinem Rucksack raus, hier. Und ja, also hier kann er auch essen, sie hat sowieso Hunger und auch schlafen. Also hier ist eigentlich auch alles gerade bereit, was er eigentlich gerade will. Und ja, ich habe hier auf jeden Fall so ein Türchen und da kann man halt dann reingehen. Hier hat er ein paar Sternchen, da steht auch noch Frost Dragon und da kann er halt schlafen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. Und ja, ich gehe jetzt mal dahin, wo die meisten Leute sind, also zu den Geschenken. Und dann schaue ich mal, was Leute dafür bieten würden. Übrigens, Leute, ich würde meinen Frost Dragon niemals vertraden, außer für eine Giraffe. Aber ich schaue heute einfach mal, was die dafür geben. Und mein Känguru werde ich halt vertraden, also wenn es dafür ein gutes Angebot gibt, dann nehme ich auf jeden Fall an. Und ja, ich gehe zu den Geschenken. Okay, wir sind jetzt da und ja, auf jeden Fall sind hier ein paar Leute. Ich hole jetzt als erstes meinen Frost Dragon raus. Hier ist er. Und ich setze mich jetzt da auf den drauf und dann kriege ich wahrscheinlich gleich ein paar Trade-Anfragen. Also wir warten jetzt mal auf eine Trade-Anfrage und dann gucken wir mal, was die dafür bieten würden. Ich hole jetzt einfach mal ein paar Leute an, weil einfach gefühlt niemand mich antradet. Ja, ich trade jetzt mal die an. Okay, hier ist jetzt eine. Ich gucke jetzt das da rein. Und ja, auf jeden Fall gibt sie mir ein Neon Flyride Faultier, ein Ride Monkey, ein Neon Flyride Hund und dann auch noch ein Clown Car. Ist ein sehr gutes Angebot, finde ich. Aber ich mache das leider nicht, tut mir leid. Aber wir gucken mal, ob sie wirklich annehmen würde. Okay, sie hat einmal ganz schnell gemacht, aber nee, sorry. Okay, hier ist jetzt der nächste Trade. Mal gucken, was sie mir dafür geben würde. Ein Neon Ride Monkey. Ich finde Neon Monkeys mega cute und so, aber der ist halt viel mehr wert, deswegen... Okay, jetzt noch ein Trade. Mal gucken, was die gibt. Dieses Auto hier, noch ein Auto. Sie sind zwar cool, aber die kann man sich halt aus Robux kaufen und der kommt halt nie wieder, deswegen... Okay, nächster Trade. Den hier kriege ich jetzt auch bald. Dauert zwar noch ein bisschen, hier ist der. Okay, sie nimmt an, aber nee, sorry. Hier ist jetzt noch ein Trade. Also, ich finde auf jeden Fall, es gibt ein paar gute Angebote. Aber die meisten sind halt so nicht so gut, weil manchmal haben nicht so gute Sachen und so. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass hier ein gutes kommt. Aber ich werde es sowieso nicht annehmen. Jetzt warten wir nochmal auf ein paar Trades. Und ja, okay, hier ist jetzt noch ein Trade. Mal gucken, was sie mir geben würde. Eine Ginger Cat. Okay, jetzt hat sie rausgetan. Nochmal reingetan. Aha, eine Neon Ride Ratte. Ein reitendes Pferd. Ein reitendes Faultier und eine reitende Kuh. Die Kuh ist mega nice. Aber ich glaube, dafür würde ich meinen Polarbär geben. Aber ich würde es auch selbst für das da machen. Okay, sie hat abgelehnt, aber egal. Ich finde den Polarbär auch mega süß. Aber erstmal wollen wir jetzt gucken, was soll die dafür geben. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal an einen anderen Server, weil hier sind jetzt auch nicht so viele und fast gar keiner tradet mich an. Okay, hier jetzt noch ein letzter Trade und dann gehe ich in einen neuen Server rein. Einen fliegenden Griff, einen reitenden Griffen. Das ist, mega nice. Okay, er kann Neon machen. Dafür gebe ich Flyride, Dings. Meinen Ride Dragon. Ich hoffe, sie macht das. Okay, nein. Sie hat es nicht gemacht, aber auf jeden Fall wechsle ich mal den Server. Und ja, ich gehe jetzt einfach zu ihr hier rein. Okay, ich bin jetzt in den neuen Server drin. Und ja, ich gehe jetzt wieder zu den Geschenken. Okay, ich bin jetzt da und ja, ich tue jetzt direkt mal meinen Frost Dragon wieder raus. Hier ist er. Okay, ich warte jetzt mal auf eine Anfrage. Also, die hatte ja auf jeden Fall eine Turtle. Mega cool. Okay, hier ist der erste Trade. So, eine Ride Turtle und einen normalen Dragon.
Also, nee, aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, weil Känguru mag ich halt schon lieber als Turtle mit Blei. Okay, ich tue einfach meinen Polarbär rein. Und mein Dragon. Also, das wäre jetzt cool, wenn sie machen würde. Das ist eigentlich auch voll fair. Also, ich mach's auf jeden Fall. Okay, sie hat abgelehnt. Okay, jetzt tue ich meinen Frost Dragon mal wieder rein. Sie gibt eine reitende Biene. Nee, sie hat eine Neonbiene. Das ist mega cool. Aber ich sende jetzt einfach mal irgendwelchen Leuten nochmal eine Handelsanfrage, um zu schauen, was sie geben. Okay, mal gucken, was sie dafür gibt. Ein Monkey Propeller. Ein Clown um Dings da. Nein, das mache ich nicht. Dann tue ich jetzt wieder hier meinen Frost Dragon rein. Sie gibt ein normales Unicorn. Ich habe aber schon ein normales Unicorn. Und ich habe sogar ein Ride Unicorn. Ich mache ja Neon, deswegen nee. Nächster Trade. Ein Flyrad Griffin. Nee, aber ich gebe dafür nee, meinen Dragon. So, das mache ich. Hoffe ich, sie macht es, weil ich finde die schon cool. Aber ich weiß nicht, weil der ist halt auch mega süß. Okay, ich mache das auf jeden Fall. Ich hoffe, sie macht das jetzt mega cool. Okay, ich habe nochmal zwei Sachen hinzugefügt, die ultra selten sind. Weil der kostet halt 600 Robux mit Flyride. Aber die halt kommen nie wieder, deswegen ist es eigentlich mega fair. Uff, okay, Leute. Wir haben einen Flyride Griffin. Oha, wie geil. Okay, wir haben ein neues sagenhaftes Tier. Mega cool. Das testen wir gleich mal aus. Aber erstmal gucken wir jetzt noch die neuen Handelsanfragen an. Da gebe ich jetzt nochmal einen Frost. Mal gucken, was es gibt. Ein ausgewachsenes. Ich mache ja Neon und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, sie macht das. Bitte. Ich brauche ein ausgewachsenes. Bitte. Mann, sie hat abgelehnt. Schade. Weil ich brauche es halt für Neon und dann brauche ich wieder so lange. Neon Flyride. Dafür gebe ich den Dings hier. Aber das macht sie eh nicht. Ich hoffe, sie macht das. Wird sie eh nicht machen. Aber das wäre jetzt mega krass. So, ich gebe auch noch was hinzu. Bitte. Das wäre mega geil. Ich hätte so gerne ein Neon-Dings. Okay, mal gucken, ob sie macht. Mein Gott, Leute, ich habe ein Neon. Als ob. Okay, ich hole den direkt mal raus. Oh mein Gott, wir haben ein Neon. Faultier. Wie mega cool. Okay. Flyride, mega cool. Okay, ich glaube, das ist viel wert. Okay, mega nice. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt genug von dem Frost Dragon gesehen, was sie traden. Deswegen hole ich jetzt mein Dings raus, mein Känguru und schau, was Leute dafür geben würden. Also, ich trade jetzt nochmal hier ein paar Leute an. Okay, hier ist auch jetzt der erste Trade. Lyra. Oh. Ich hoffe, sie macht das. Bitte. Das wäre jetzt zu krass. Oh mein Gott. Eine Giraffe. Bitte. Ich glaube, sie weiß nicht. Warte, Leute, das wäre jetzt. Okay, schade, sie hat abgelehnt. Ich schreibe mal, I give more. Uff, ich hoffe, sie macht das gleich. Oh mein Gott, das wäre jetzt zu geil. Aber ich gucke jetzt nochmal, was sie gibt. Sie sagt, okay. So, ich tue nochmal alles rein. Oh mein Gott, das wäre jetzt so geil. Uff, bitte. Ich gebe danach noch mehr auf jeden Fall. Das wäre zu geil, Leute. Ich weiß halt nicht, von meinem Frost Dragon. Aber Giraffen sind halt so wertvoll. No, thank you. Och, Manu. Okay, schade. Okay, schade. Mega schade, aber wäre halt geil gewesen. Uff, ich hatte schon voll Hoffnungen irgendwie, aber okay. Ich wechsle jetzt nochmal den Server. Und ja, okay, Leute, ich gehe jetzt in einen neuen Server rein, nämlich in den hier. Okay, ich hatte gerade schon so eine Hoffnung, dass ich die Giraffe kriege. Sie hat überlegt, aber dann leider doch nicht. Aber ich hoffe, dass es irgendwann mal jemand machen wird, weil ich will unbedingt eine Giraffe. Ich weiß halt nicht, weil ich mag meinen Frost Dragon halt mega, aber eine Giraffe ist halt viel wert. Ich will dafür, wenn ich eine Giraffe habe, Frost Dragon, Shadow Dragon, Bad Dragon. Okay, ich bin jetzt in einem neuen Server drin und ja, ich gehe jetzt wieder zu den Geschenken. Okay, wir sind in einem neuen Server, der sieht auf jeden Fall sehr rich aus. Und ja, also hier sind ein paar Leute. Ich trade sie jetzt an, alle mal. Okay, was tut sie rein? Ich habe dieses Ei schon, aber ich schau mal, was sie mir für mein Fly Känguru gibt.
Ja, die zwei erhalten, das mache ich halt nicht. Okay, sie hat angenommen. Tu mal das da rein. Das ist sehr fair. Och man, sie hat sie rausgetan. Okay, sie hat abgelehnt. Schade. Egal. Ich trade sie nochmal an, weil eigentlich sehr fair gewesen, was ich mir gemacht habe, glaube ich. Aber sie wollte nicht. Ich tue noch ein bisschen mehr rein. Mein Polarbär habe ich ja gar nicht mehr. Stimmt ja. Aber ja, ich trade jetzt nochmal die hier mit den Frost Dragon an. So, okay, dann trade ich jetzt sie da an. Ich hoffe, sie nimmt an. Okay. Sie hat eine Ride Beano und ich hätte halt so gern diese Eule da. Aber ja, wenn sie das halt nicht will, dann ist es halt so. Okay, ich mache jetzt noch einen einzigen Trade. Nämlich mit der hier. Ich will nämlich diesen Frost Dragon haben. Ich glaube, das ist... Oh, ja, das ist hier mit dem Frost Dragon. Ich hoffe, sie macht das. Hoffentlich, Leute, weil ich will noch einen Frost Dragon irgendwie haben. Dafür könnte ich vielleicht noch ein gutes Offer kriegen. Okay, sie hat leider nicht gemacht. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Traden vom Frost Dragon und vom Känguru. Und ja, kommen wir nun zum Gewinnspiel. Und zwar verlose ich dieses Eisbärplüschchen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und ja, was ihr dafür tun müsst, ist einfach Hashtag Eisbär in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr den. Kommen wir nun zum Gewinn. Okay, Leute, mal gucken, wer der Gewinner ist. Also hier habe ich jetzt Hashtag Schletten hingeschrieben. Und ja, es sind insgesamt 1781 Leute mitmachen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Aber mal gucken, wer der Gewinner ist. Und zwar ist es Sina Gerstung. Okay, ich werde jetzt erstmal suchen. Okay, Leute, hier ist sie. Ich werde jetzt erstmal schreiben. Du hast den Schlitten gewonnen. Okay, ich habe jetzt geantwortet. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.